Also für das heutige Do-It-Yourself-Projekt habe ich mir etwas ausgesucht, von dem ich dachte, dass die meisten Leute die ganzen Sachen sowieso schon zu Hause haben, weil im Moment sind ja Baumärkte zu und Bastelläden zu. Und deswegen fand ich es wichtig, was zu nehmen, wo zumindest die Leute, die ganz gerne mal handwerkern oder basteln, die Sachen auch zu Hause haben. Und zwar ist das eine alte Tetra-Pack-Packung, die habe ich jetzt in dem Fall schon angemalt. Zwei Holzstäbe, können auch Stöcke sein oder ähnliches, die habe ich schon zurechtgesägt. Ein Cuttermesser hat, glaube ich, jeder. Dann habe ich hier so einen Nylonfaden, so einen durchsichtigen. Es geht aber auch Draht oder ein anderer Bindfaden. Ja, ein Schraubenzieher, mal sehen, ob ich den brauche. Und Vogelfutter, weil das, was wir jetzt basteln, das soll nachher so ein Vogelhäuschen, so eine Vogelfutterstation werden, die man auf dem Balkon oder im Garten aufhängen kann, wo dann die Vögel ihre Körnchen gut schnabulieren können. Ich habe es noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe die Idee von YouTube mir ausgesucht. Also nichts von dem, was ich zeige, habe ich mir selber ausgedacht, sondern ist alles geklaut. Und ihr könnt jetzt sehen, ob das wirklich klappt oder ob es nachher ein totaler Fail wird. Es sah aber recht einfach aus. Also, meine Tetra-Pack-Packung. Dafür nehme ich das Cuttermesser und schneide jetzt erstmal hier an allen Ecken einen Schlitz rein. Zum Bemalen der Packung habe ich ganz einfache Acrylfarbe genommen, aber man kann mit Sicherheit auch noch Reste von Wandfarbe zum Beispiel nehmen, wenn man die übrig hat und jetzt zufällig keine Acrylfarbe da hat. Ein bisschen schwieriger ist wahrscheinlich Wasserfarbe, weil die nicht deckt. So, jetzt habe ich hier schon mal zwei Schlitze reingemacht und Sinn ist jetzt, dass wir den oberen Teil hier schön reindrücken, damit wir dann nachher hier so kleine Futterstellen für die Vögel haben. Und das klappt tatsächlich erstaunlich gut. Ja, meine Farbe blättert jetzt an einigen Stellen ab. So, die anderen Ecken auch noch. Schön ist natürlich auch, dass man hier aus Müll noch was ganz Sinnvolles machen kann. Upcycling ist ja super modern, bin ich auch riesen Fan von. Ja. Hat ganz gut geklappt. Geht vielleicht ein bisschen schöner, aber soweit bin ich ganz zufrieden. So, und damit die Vögelchen auch irgendwo drauf sitzen können, haben wir noch diese Stäbe hier. Die kommen jetzt hier rein. Dafür habe ich den Schraubenzieher. Mal sehen, ob das klappt. Ich habe mir jetzt mal noch einen größeren Schraubendreher geholt, weil ich doch relativ dicke Rundhölzer habe und dafür ein größeres Loch brauche. Aber damit funktioniert es ganz gut. So, jetzt habe ich die beiden Stäbe da drin. Die Idee ist, dass dann die Vögelchen hier drauf sitzen und dann aus diesen kleinen Taschen ihr Vogelfutter mampfen können. So, weil ich das Ganze aufhängen möchte im Garten, brauchen wir hier oben noch irgendeine Form von Aufhängung. Da habe ich ja schon gesagt, habe ich mir hier diesen durchsichtigen Nylonfaden geholt und den mache ich jetzt einfach hier oben mit zwei kleinen Löchlein fest.
So, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich ja nutzen könnte, dass ich hier diesen kleinen Deckel habe. Der dient nachher natürlich auch zum Befüllen der Futterstelle, aber da ziehe ich auch meinen Nylonfaden einmal durch. Dann kann ich den nämlich nachher hier schön zusammenknoten. Es hat übrigens sehr viel Spaß gemacht, sich so Bastelideen rauszusuchen. Also wie gesagt, ich habe mir nichts davon selber ausgedacht. Ich habe das alles gnadenlos geklaut. Mir war halt wichtig, dass es Sachen sind, die man machen kann, ohne sich riesig darauf vorzubereiten, ohne dass man groß Material anschaffen muss, womöglich noch teures Material, sondern im allerbesten Fall natürlich mit Sachen, die man eh zu Hause hat. Es hat in diesem Fall bei mir wirklich gut geklappt. Ja, und dass es Sachen waren, die man eben auf Anhieb machen kann. Ich habe das ist wirklich das erste Mal, dass ich das mache, weil ich nicht noch eine Tetra-Pak-Packung hatte, musste das Ganze in einem ersten Versuch funktionieren. So, das hat dann gut funktioniert. Das heißt, jetzt müssen wir da nur noch das Vogelfutter reinfüllen. Und um mir auch das ein bisschen einfacher zu machen, hole ich noch eben einen Trichter. Wenn ihr keinen Trichter habt, immer ein guter Tipp, man kann auch einfach ein Papier nehmen und zu so einem Trichter formen. Das ist genauso, ich hatte nur jetzt gerade diesen Trichter hier. Und jetzt gibt es für die Vögelchen Vogelfutter. So, jetzt schraube ich am Ende den Deckel noch wieder drauf, damit nicht von oben Wasser reinregnet. Und jetzt würde ich sagen, bin ich fertig. Die Idee ist jetzt, die Vögelchen setzen sich hier auf die Stange, können das Futter hier raus, picken. Und sobald es hier wieder ein bisschen mehr Platz ist, rutscht es von oben nach. Das heißt, ihr müsst es auch nicht so häufig wieder neu befüllen. Und die Vögel haben eine Weile was davon. Und ich gehe jetzt das in meinen Garten aufhängen.